So, und damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Skies. Letzte Folge ein bisschen Überlänge, aber wir haben jetzt einen eigenen Frachter, Junge, und... So, inspiziere den Flottenkommandoraum. Da waren wir doch vorhin. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo man bauen kann. Warte mal, wo geht's denn eigentlich hier runter? Achso, nirgendwo. Okay. Neun Schiffe. Warte mal. Was ist das? Ich rede mal mit dem. Ein Handel anbieten. Lebensraum zum Geschwader rekrutieren. Pilot kann ich rekrutieren. Geschwader ist voll. Wie Geschwader ist voll? Ein Handel anbieten. Was hat er denn? Platin. Bräuchten wir theoretisch. Und mehr hat er nicht. Ja, ich muss aber erstmal wieder Kohle machen, ne? Ich könnte ihm auch Platin verkaufen, aber... Geborgene Daten, ja, 730.000. Ich habe gar nichts wirklich zum Verkaufen, ne? Das hier vielleicht, aber ich weiß nicht, für was es gut ist. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen und den Würfel. Ja. Oh, ciao. Mal gucken, was kostet sein Raumschiff? 7.500.000, willst du mich verarschen, Alter? Warum ist denn das so teuer? Und ich will das nicht eintauschen. Fracht. Der hat kaum mehr Plätze wie ich, ne? Klasse B, wir sind Klasse C. Hyperantrieb-Reichweite, ja, okay, das ist manövrierfähig, klar. Mit der dicken Bertha ist halt ein bisschen schwierig, ne? Mit der dicken Bertha ist halt ein bisschen schwierig, ja, aber ich mag meine dicke Bertha. Okay, pass mal auf. Freundchen. Ich gehe nochmal nach oben, weil irgendwie... Kann es ja nicht nur den und den Raum geben, weißt du, was ich meine? So, das ist hier der Kommandeurraum. Frachter Warp-Antrieb einschalten. Da müsste ich hin, da unten. Der kann nur dahin, okay. Will ich aber nicht. Ah, ciao. Hallo, ciao. Okay. Flotte verwalten. Haben wir sonst noch hier? Genau, Flotte verwalten. Warte mal. Geschwader verwalten. 800 Nanit. 3500. Das ist nicht wahr, Alter. Warum ist das so teuer? Und ja, ist ja klar. Was ist mit dem? An Bord teleportieren. Unhöflicher Kapitän. Wir können es umbenennen. Oh. Kleiner Grabbler. Kleiner Grabbler. Akzeptieren. Fortschritt 728 erfolgreiche Gefechte. Entfernt Fregatte und nein. Sofort geht er zur Fregatte. Weiß ich gar nicht. Soll ich den an Bord teleportieren? Nee, der farmt ja für uns, ne? Nee. Okay, warte mal. Ich gehe da nochmal runter. Wir hatten doch hier gerade einen Kollegen, der gelandet ist, ne? Ist der noch da? Weil wir haben jetzt einen Platz frei gekauft. Ah, ich weiß, der ist wahrscheinlich schon weg, ne? Ja, fuck. Weil jetzt können wir nämlich einen zum Dings rekrutieren. Zur Fregatte. Ist ja natürlich klar, wenn man keinen Platz hat, dass man niemanden rekrutieren kann. So, das ist der Kollege. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier geht's... Aber hier geht's... Wo geht's denn? Hier geht's wieder raus. Es muss doch irgendwo... Warte mal, der zeigt mir das da an. Dann muss das doch... Ah, well, hello there. Da wären wir doch.
Und hier können wir nämlich auch, ne? Planetarische Sonde aktivieren. Bitte was? Umbenennen und hochladen, hochladen, ansehen, zu Wundern zufügen. Okay. Also wir sind jetzt in diesem System. Hat 5 Planeten. Den könnten wir uns jetzt ansehen. Da haben wir keinen Wegpunkt. Okay. Alle Systeme. Unbekannter Planet. Okay, das ist interessant auf jeden Fall alles. So, wir wollten mal hier schauen, ne? Dort ein Kommandoraum. Kommandoposten auf neue Hauptsignatur kalibrieren. Geschafft. Hauptprofil zeigt 1 verfügbare Unterstützungsfregatte. Profil sagt, dass keine Fregattentreibstoffbaupläne verfügbar sind. Herunterladen? Na klar. Nice, haben wir. Juhu. Nice. So. Schicke eine Unterstützungsfregatte auf eine Expedition. Genau, das können wir gleich machen. Jetzt will ich mal hier gucken, was haben wir hier noch? Oh, das ist ein Kommandoposten. Galaktischer Handelsraum. Ach so. Ich verstehe. Wie geil ist das denn bitte? Wir können den Frachter... Warte mal, Frachterkorridor. Okay, wie geil ist das denn bitte? Okay. Flottenkommandoraum. Kernflottenverwaltungsstation. Diese fortgeschrittene holographische Kommunikationsstation ist wichtig für die Verwaltung der Flottenexpedition von deinem Hauptschiff aus. Dieses Modul wird als ganzer Raum platziert und kommt mit vorinstallierten Funktioneinheiten. Es wird zu mehr als einer Station geraten, wenn man gleichzeitig mehr als eine verwalten möchte. Die würde ich hier direkt vorne hinbauen, ne? Obwohl, warte mal. Nee, nee, nee. Brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja 2. Okay. Anbaukammer. Ein Bioraum mit Temperaturregelung, ein Beet mit nährstoffreicher Erde, bietet ideale Bedingungen für den Anbau von landwirtschaftlichen Kulturen. Dieses Modul wird als ganzer Raum platziert und kommt mit vorinstallierten... Okay, Facium. Scheiße, haben wir auch alles verkauft, Mann. Lagerraum. What the hell? Lagerraum 9. Scheiße. Natrium. Haben wir nicht Natrium? Flagge. Flagge. Pass auf. Wir haben doch Natrium. Ne, haben wir nicht mehr. Okay. Fuck. Okay, das ist mega. Das ist gerade so ein Brain... was wir jetzt machen können. Pass auf. Ich würde gerne auch sowas bauen. Dafür brauchen wir Facium. Galaktischer Handelsraum. Integrierte Frachtausrüstung mit sofortigem lokalen Zugang zum galaktischen Handelsmarkt für Rohstoffe und Waren bietet. Nice, Mikroprozessor. Warte mal. Dieser Druckkorridor verknüpft sich sinnvoll mit bestehenden Frachterräumen und bietet und verbindet bewohnbare Räume in großen Raumschiffen. Dieses flexible Korridorteil dehnt sich automatisch aus und zieht sich zusammen, um Kurven oder Kreuzungen zu bilden, wenn es platziert wird. Nice! Ah, das ist mega! Das ist fucking awesome! Fucking awesome, mate! Pass auf! Das kann ich auf jeden Fall mal herstellen. Was ich auf jeden Fall jetzt mal machen wollte. Schauen. Nanorohr. 2. So.
Und dann einmal hier und einmal da. Jetzt einmal. Hier, ne? So. Maschinist Rumjai. Der kräftige Viking spannt seine Muskeln leicht an, als ich mich ihm nähere. Er wartet gespannt auf meine Reaktion. Er wirkt jung und scheint seine Kameraden beeindrucken zu wollen. Okay, ciao. Geil. Wie es mich beobachtet. Gruselig. Aber mega. Und das, dann können wir ja auch direkt kaufen. Ja, wie geil ist das denn bitte? Warte mal, haben wir, brauchen wir irgendwas? Das kaufe ich. Das kaufe ich. Das kaufe ich auch. Das kaufe ich auch. Das brauchen wir nämlich immer. Kein Computer. Verkaufen. Okay, muss. Wie geil ist das bitte? Von den. Okay. Wir haben jetzt. Jetzt können wir mal zurückgehen. Was ist das hier? Ist das mein Büro? Ohne Stuhl? Warte mal, weiter konnten wir hier nicht gehen, ne? Nee. Aber wie geil ist das... Alter, wie geil ist das Spiel, bitte? Also, sorry. Oh, was ist das denn? Ein Tisch? Okay. Okay, pass auf. Upgrade-Kontrolle. Bauplan bekannt, okay. Wo können wir denn jetzt nochmal aufladen? Ja. Dann würde ich tatsächlich... Dann machen wir hier mal, ne? Treibstoff in Tonnen. Hat er denn jetzt Treibstoff? Jo, 50 Tonnen. Haben wir nichts, ne? Gut, Expedition schafft. So. Okay. Dann ist der unterwegs. Hat er das jetzt genommen von mir? Ja, er hat die Tonnen genommen. Okay, nice. So, sprich mit dem Flottenkommandanten. Stell den Kontakt im... Okay, machen wir. Jetzt irgendwie hier schon wieder. Das Spiel lässt auch einfach eine Mission nicht einfach machen, ne? So. Expedition verwalten, dann schauen wir mal. Flottenkommandant bereit. Kalibrierung mit Flottenkommandant Nunje von der kleiner Grabler. Ja, da steht. Wie geil ist das denn? So, mit Kommandant sprechen. Sei gegrüßt, reisende Entität. Die Expedition hat bereits 197 Lichtjahre abgedeckt. Und ich gehe davon aus, dass unsere geplante Route noch weitere 42 Minuten in Anspruch nehmen wird. Alle Systeme im normalen Bereich. Schiff inspizieren. Okay, noch alles easy, ne? Gut. Perfekt. Wie geil ist das? Wie geil ist das, bitte? Junge. Ich komme nicht mehr drauf klar. Anbaukammer, was brauchen wir? Facium brauchen wir dafür. Facium. Und Natrium brauchten wir. Gut. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet, ne? Keine Ahnung. So, ciao. Ich guck mal, ob unten einer gelandet ist. Warte mal. Verfolgen Fortschritt. Soll ich jetzt die ganze Zeit hier warten, oder was? So. Ja. Alles klar. Weil alles easy, Junge. Alles easy. Ich wollte jetzt mal kurz schauen. Warte mal, wir können doch hier irgendwo da. Verfolge andere Projekte, während die Flotte fort ist. Nutze das Protokoll, um die verfügbare Mission anzunehmen. Ja, das machen wir auch. Jetzt will ich mal kurz schauen, ob hier einer gelandet ist. Da ist jemand.
Okay, what the fuck, was hat er denn? So. Der Cover-Scan wiederholt die Ladung des Frachters und nimmt immer wieder den Lagerbestand auf. Vielleicht ist es seine Pflicht als Crewmitglied. Es könnte jedoch sein, dass die Fracht ein bisschen mitfinden. Achso, er arbeitet hier, okay. So, was ist das für Moped? Anwender Entität Rosilia. Da. Reisender. Die geweihten Lichter der elektronischen Lebensraum verengen sich und fokussieren mein Helmvisier. Sie lässt sich einige Sekunden Zeit, um meine Daten zu analysieren und deutet dann an, dass sie mit mir handeln will. Anscheinend steht ihr Raumschiff auch zum Verkauf, wenn der Preis stimmt. Ich mache mir erstmal hier, ich schaue erstmal, was er hat. Ja, das brauchen wir. Hast du vielleicht Natrium? Nee, hat sie nicht. Nimm ich mit. Silber macht keinen Sinn. Platin. Ich könnte Platin und Gold. Habe ich ja auch noch hier, ne? Silber, 43.000 Gold. 206. Nachfrage gerade gar nicht da. Ich mach mal hier. So, räumliche Warnung, exzellent, mechanisches Geschick, exzellent, Selbstvertrauen, exzellent. Kartenlesen, unerreicht. Bestätigte Abschütze 131. Schildstärke 274, Pilot rekrutieren. Machen wir einfach mal, ne? So. Dann ist der Kollege nämlich auch jetzt draußen. Dann müsste der jetzt draußen sein. Ich schau mal. Dann schaue ich mal kurz. Danke dir. Flotte verwalten. Der müsste jetzt zum Geschwader. Genau, der ist jetzt zum... Genau. Aber Geschwader im Sinne von, der folgt mir? Oder Raumschiff-Geschwader. Ich weiß noch nicht. Okay, pass auf. Ja, ihr braucht alles gut. Den Frachter können wir ja jederzeit rufen. Für was brauchen wir eigentlich nochmal Faesium? Habe ich jetzt gekauft und keine Ahnung, ne? Ja. Frachter könnte ich auch umbenennen, aber ich wüsste nicht. Ach, guck mal hier. Warpzelle. Können wir nicht, warte mal. Antimaterie, Antimaterie, Gehäuse, Antimaterie. Und das Gehäuse. Da. Und dann einmal eine warpige Warpzelle und dann können wir die auch mal da reinpacken. So. Da können wir damit einmal warpen. Jo, dicke Bertha. Und dann let's go. Raus hier. Gut. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob er die Mission noch aktiv hat. Protokoll. Ja, da müssen wir noch warten. Da müssen noch 40 Minuten warten. Den verheißenen Stern erreichen. Die Stimme der Freiheit. Genau, das wollten wir machen. Gut, dafür muss ich jetzt nochmal auf die... Ja, da spawnt wieder alles. Und dann da unten müssen wir hin. Hallo? Hallo? Ja. So, warpen. Dann schauen wir mal. Ach scheiße, ich wollte das aktivierte Kupfer hier noch mitnehmen. Ach, fuck. Mann. Vielleicht finden wir ja noch da einen Planeten, der aktiviertes Kupfer hat, ne? Naja, müssen wir mal schauen. So, okay, pass auf. Ja, ciao. Ich scanne erstmal. Weil wenn wir das nämlich haben, dann können wir den Kappes nämlich hier auch weghauen, ne? So, dann scanne ich mal. Hallo? Sagt er, willst du mir den Planeten mal anzeigen zum Scannen? Ne, will er glaube ich nicht. Hier. Oh, hier spawnt wieder alles. Kupferdioxid. Dioxid brauchen wir auch. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Feindliche
Kann ich ja so brauchen. Was? Greift er mich jetzt an? Verwende eine Kommunikation. Was? Seeräuber. Organische Entitäten versehen Einzelleben mit einem Preis, oder? Wie viel ist dir deiner wert? Falschen Einwillig. Ciao. Überprüfen wir unsere Hypothese. Alle kurz angreifen. Oh oh. Feindliche Schiffe drehen sich. Na, supi. Aber ich bezahle hier keinen Cent. Das kannst du mal schön vergessen, mein Lieber. So. Dann kriegst du halt einen auf die Schnauze. Ist mir auch egal. So. Wir sind hier auch nur noch am Fighten, ne? Kann das sein? So, haben wir noch einen? Nice. Hier haben wir auch rekrutierbare Fregatten. Oh, jetzt sind sie weg. Kämpfer. Ja, ciao. Jetzt werden sie mir aber nicht mehr angezeigt. Na toll. Na toll. Vielleicht gleich nochmal. So, den können wir scannen. Kupfer, Natrium, sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall auf die Planeten nachher, ne? Ich würde gerne mal jetzt... Warte mal, Frachter. Der war ja gerade... Hier, warte mal, der war doch gerade rekrutierbar. Ich flieg mal kurz hin. So. Mal gucken, wie viel das kostet, ne? Eingehen Nachricht, Flottenfrequenz. Entität Moss. Sei gegrüßt, Reisender. Hast du vor, deine Flotte zu erweitern? Mein Raumschiff gehört zu den besten im ganzen Sektor. Fregatte inspizieren. 2 Millionen? Willst du mich verarschen? Aber Fregatte, das ist ein... Nein! Oh Gott. Okay, 2 Millionen. Never kann ich mir das leisten. Was passiert denn jetzt? Oh. Ja? Ahoi, der große Reise. Darf ich dich um die Ehre bitten, mich mit deinen Reisen anzuschließen? Meine Crew wird in deiner Flotte vortrefflich dienen. Fregatte inspizieren. 1,8 Millionen. Können wir uns noch nicht leisten. Können wir leider nicht. Gut, pass auf. Die können wir uns alle nicht leisten. Jetzt pass auf, jetzt fliegen wir mal. Müssen wir dahin? Okay. Dann machen wir das doch mal. Ne, da unten. Was ist das? Gesetzeslose Station, okay. Oh. Gesetzeslos heißt meistens Ärger, ne? Ja. Das heißt meistens Ärger. Ja, Fregatte. Da müssen wir echt sparen. Hä? Wo sind die? Oh Gott, Hilfe! Ist das die da oder was? Mama, willst du mich verarschen? Ja, das muss die sein, okay. Da zeigt er mir da irgendwo im Himmel an. Ja. Frag einfach nicht, ne? Frag einfach nicht. Gut, dann einmal darin. Wenn wir es schaffen sollten, ne? Ich hoffe doch. So. Dann einmal rein da. Let's go. Nice. Oh. Hier ist es ganz schön Red Rain, ne? Red Rain is coming down. Red Rain. Oh, was ist denn hier los? Ah. Ich trinke mal eben was. Die Stimme der Freiheit lokalisieren. Ich trinke mal kurz was, ne? Warte mal.
Willkommen, ruhmreicher Überlebender. Hier gibt es keine Gek, keine Kovacs, keine Viking. Hier sprechen wir eine Sprache. Hier sind wir frei. Nach der Stimme der Freiheit fragen. Nur die Starken verdienen es, mit der glorreichen Stimme der Freiheit zu singen. Den Schwachen gestatten wir nicht, uns zu finden. Okay. Was hat er? Schockschläger. Lass mich raten, 2 Millionen. 89.000, oh. Für 89.000 nehme ich den mit, wa? Turbogeladene Technologie. Komm, den nehme ich mit. So, pass auf, dann machen wir nämlich jetzt einmal lagern. Ja, aber das ist nur der Platz dann, ne? Der Platz ist turbogeladen, ja. Okay. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Multiwerkzeug tauschen. Das müsste ja sein. Und dann einmal... Nee, das ist es nicht. Ach, das ist Raumschiff. Ich dachte schon. Ach so, ja, warte. Ja, ja, ich bin, ne? So. 98%. Aufladen. Wenn ich jetzt so mache, habe ich immer noch den... Ja. Ich müsste das, Natrium-Kabelbaum. Okay. Das ist wieder der Schrotthändler. Warte mal. Fragen, was zum Verkauf steht. Alten Schrott kaufen. Oh, ne. Hier können wir nichts kaufen. Das müsste ein Aussehensmodifikator sein, jo. Den brauchen wir nicht. So, Anzug-Upgrade. Wie viel will er haben? 50.000, gut. Wir müssen mal wieder Geld reinkriegen, ne? Ja. Mächtiger Pirat. Willkommen, Neugesicht. Wer uns findet, ist auserwählt. Wer uns findet, ist frei. Ach, der Stimme der Freiheit sagen. Es gibt jene, die uns unsere Freiheit verweigern wollen, Neugesicht. Jene, die alles opfern würden, um die Wächter zu befriedigen. Doch die Stimme hält uns frei. Okay, mächtiger Pirat Ike Wash. Der blutrote Unhold verdirbt die Gedanken überall in der Galaxie. Wir werden uns nicht länger vor seinem altsehenden roten Auge verneigen. Mit der Stimme der Freiheit zu sprechen ist ein Schrei gegen die blutrote Leere. Der, die Herrlichkeit selbst. Okay. Was hast du? Schmuggelagent, Schwarzmarkt. Oh. Okay. Schaltkreise, die aus einem, okay. Stern, okay. Lebender Schleimball, okay. Chlor. Okay. Zum Verkaufen haben wir momentan nichts, ne? Nee. Nee, aber wir müssen bald mal wieder auf, Oh, durchsuchen. Nein. Durchsuchen. Er hier. Kopfgeldmeister Yiko. Jage und zerstöre einen Piraten. Aufträge für die Stimme der Freiheit abschließen. Liefere Mondäther sicher ab. Okay. Okay, das wäre natürlich auch nice, ne? Liefere gefälschte Schaltkreise sicher ab. Okay. Gut, dass wir das erstmal, ne? Plünderer. Du bist nun einer von uns, Neugesicht. Du bist nun an uns gebunden. Du bist frei. Die Stimme ist nicht deine Stimme, sondern viele. Es ist deine Stimme. Du singst nun mit uns in unserem Chor. Haube der Freiheit. Eine fließende Seidenhaube, die jenen verliehen wird, die mit der Stimme der Freiheit singen. Ändere das Aussehen dein Exhaust mit dieser... Oh, nice. Schauen wir mal, ne?
Nur mal kurz schauen. Da. Warte mal, das können wir mal speichern. Nein, nein, nein. Kopf. Wo ist denn jetzt diese Haube? Diese Haube, von denen alle reden. Handschuhe, Beine, Stiefel, Rucksack, Banner. Hä? Wo ist das denn dann? Ach, da. Oh, das sieht mega aus. Okay, das sieht mega aus. Geil. Ja, so will ich das haben. Nice. Okay, wir sehen fucking awesome aus. Das hatten wir bereits. Reisemeilenstein erreicht. Berühmt. Aliens getroffen. 40. Okay. Hier wollte ich nochmal gucken. Schiffsausstattung. Wo findet das Schaumbruch für verbessern? Erwerben 11 Millionen Units. Ja, moin, Digga. Kann ich das? Ich würde gerne auch mal die Farben davon ändern. Das wäre nice. Größtes Raumschiff in der Klasse zu hören. Okay. Okay, ciao. Dann reden wir nochmal mit ihm. Das kleine Wesen öffnet und schließt langsam die Augen. Die Luft um uns herum verändert sich fast unmerklich. Es klickt mit dem Schnabel, was ich hier mache. Achso, guck mal, wir können hier nochmal... Seeräuber Gag Eovlav zeigt mir eine Auswahl an Symbolen. Genau. Freundschaft. So, für bitte. Piratenkönig. Oh. Der rechts. So. Okay. Freundschaft. Für helfen. Okay. Bergungshändler. Oh, nice. Okay. Ja. Muss ich mit denen nochmal alle reden hier, oder was? Okay. Das haben wir ja auch schon gesehen. Dann haben wir da hinten irgendwo noch einen. Ah, okay. Ne, da vorne ist auch noch einer. Warte mal. Hier oben, dem, mit dem, dann gucken wir nochmal, Kopfgeldmeister, jo, ciao. Wir könnten mal eine Mission, oh, ist das laut hier! Lebensunterhaltungssysteme, Handelsüberwachung deaktiviert, Stationsverteidigung aktiv, Freiheit. Atlas Iron Überwachungsablink abgelehnt. Die Stimme der Freiheit am Fordern. Ruhmreicher Überlebender. Der verheißene Stern soll dein sein. Glas, 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 Glas. Okay. Okay. Zum Schiff zurück. Gut, die dicke Bärder. Die ist wirklich sehr dick, ne? Oh. Stationsflugkontrolle Alarm. Abreisegenehmigung ausstehend. Die Stimme der Freiheit wird die Atlasstille nicht zulassen. Neugesicht trägt unsere Stimme. Du musst deine Spuren verwischen. Nimm dieses Dokument. Unterbrich die Verkehrsaufzeichnung eines Stationskerns. In der Dunkelheit wird deine Stimme frei sein. Gut, ja, auf euren Arm. Seltenen Gegenstand gefunden. Ein gefälschtes Raumschiff-Registrierungsdokument. Diese digitale Signatur ist garantiert frei von früheren Verbrechen oder Vergehen. Kann verwendet werden um alle negativen Fraktionsstatus aufzeichnen auf einem Raum. Ah, okay, nice, danke dir. So, gib diese gefälschte Daten in einem Stationskern ein, um den Ruf zurückzusetzen. So, verkauf schon den Regelsystem, okay.
Wir können hier nochmal scannen. Kupfer, Ammoniak, Salz. So, Flotte erreichte das Film. Wie ist es in Untersuchung beginnt? Okay, nice. Ich wollte ja auf irgendeinem Planeten nochmal hier landen, ne? War das der? Wir müssen auf jeden Fall. Dioxid, Natrium. Da müssen wir auch, da müssen wir drauf. Haben wir den schon gescannt? Kupfervoraussetzung. Ich gehe mal hier drauf, ne? So, unentdeckt. Weil wir brauchen Dioxid, brauchen wir auch auf jeden Fall. Natrium. Und Kupfer, ja. Brauchen halt alles, ne? Was natürlich gut wäre, wir hätten das aktiviert. Da muss ich gleich nochmal in das andere System warpen. Was? Was? Oh, was ist das denn? Bin gefesselt, was so eine. Warte mal. Ich muss mal kurz. Okay. Stellare Intelligenz. Warte mal, scannen. Ich flieg mal näher ran, ich weiß nicht, was es macht. Das will auf anfangen. Stimulusreisender. Depolarisiere, depolarisiere diese Fehler. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Bringt, glaube ich, nicht, ne? Wenn ich da mal voll reinballer. Okay, bringt auch nichts. Okay. Aber mehr kann ich damit auch nicht machen, ne? Gut. Dann ciao. War schön mit dir. Ich wüsste nicht, was... Was wird mir noch angezeigt? Das ist... Das finde ich sehr komisch. Ich weiß nicht, ob ich es zerstören kann, ne? Das ist so das Ding. Geh nochmal ran. Ah, null. Null Schaden, okay. Gut. Nicht alles kann man zerstören, ne? Okay, let's go. Rein in Planet Kollegos. Wird am besten auf so einer Eisscholle landen oder was auch immer. Kann man hier einfach so landen oder ist das Wasser? Ich glaube, das ist Wasser, ne? Kann das sein? Jo, das ist Wasser. Ich lande mal hier vorne, komm. Hier sieht gut aus. Oh, wie schön das hier aussieht. Das sieht mega gut hier aus. So, direkt scannen. So, alles scannen erstmal, ne? Hier ist eine Höhle. Hier können wir nichts scannen, glaube ich. Reines Ferret. Wärmeschutz aktiv, jo. Kobaltiritium. Nice. Oh, warte mal. Oh, nice. Wo ist der? Nee. Nee. Okay, geil. La 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 la. Tiritium, sehr nice. Ich bin am überlegen, ob ich hier eine Basis hinbaue. Will ich da mal überlegen. Das sieht mega. Was ist das denn da vorne?
Hier ist natürlich sehr, sehr kalt. Oh, wie cool. Oh, guck mal, was die für einen kleinen Kopf haben. Was ist das denn? Krass. Warte mal, die können wir auch noch scannen. Jetzt ist es mega schön. Jetzt ist es mega schön. Wow. Ich wollte doch jetzt. Da ist noch ein Wissensstein. Natriumansammlung, genau. Gut, dann müssen wir eh da in die Richtung. Und die Musik gerade im Hintergrund ist mega. So. Hier ist natürlich ein bisschen kalt, ne? Aber. Mega nice. Ich finde das mega schön gerade hier. Und da vorne das weite Meer. Krass. Wow. Echt wow. So, hier haben wir noch eine beschädigte Maschinerie. Nicht in Reichweite, nicht an Bord des Frachters, das Raumschiff nicht in Reichweite, er leckt mich am Arsch. Sonst hätte ich das nämlich immer mitgenommen. Aber weißt du, was wir machen können? So, hier haben wir da auch Platz. Ja, das meine ich nämlich. Ich baue hier, glaube ich, eine Base hin. Sind das Wissenssteine? Und da vorne ist ein Wissensstein, den nehme ich mal direkt mal mit. Hier wird sich doch prima anbieten. Die gehen einfach so ins Wasser. Kann ich auch ins Wasser? Oh, ich kann sogar tauchen. Wie geil ist das denn bitte? Gut. Sieben Hitzenschaden. Okay. Nein, der Blizzard entdeckt. Oh. Nein. Ach, guck mal. Ah, okay, geht wieder hoch. Ich bin mal gespannt, was ein Blizzard ist. Passiert aber noch nichts. Wo waren jetzt nochmal das Kupfer, sag mal? Verschüttetes Relikt. Gepanzerte Muschel. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es ist mega kalt. Oh, ja, 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 ja. Ich geh mal ein bisschen hier runter, ne? In der Erde. Nein! Okay, ist natürlich mega kalt. Aber es ist mega geil. Ja, vielleicht auch nicht hier eine Basis hinbauen. Ich weiß noch nicht. Ich find's eigentlich mega geil. So, die Frage ist, wie lange... Ja, der ist unten noch am Blinken, deswegen... Oh, wir sind schon bei 44 Minuten. Verdammt!